Moini und willkommen zu einer neuen Reaction. Wir reagieren wieder auf Shorts. Let's go. So, willkommen zu meinem neuen, alten Format Dinge, die ich hasse. Wir ignorieren einfach, dass ich das Format schon mal angefangen und nie beendet habe. Ich bin damals bis S gekommen. Heute Dinge, die ich hasse mit S. Naja, heute fange ich von vorne an. Also heute Dinge, die ich hasse mit A. Erstens. A, was ist A? Puh, A, was sind Sachen mit A, die ich nicht mag? Mir fällt da eine Sache ein. Anrufe in Filmen. Oh, Anrufe generell sind schlecht. Die mag ich auch nicht. Die immer so früh auf! Jackson ruft an. Ja, Jackson. Emma, hast du mal Bock, mit mir auf ein Date zu gehen? Auf jeden Fall. Auf jeden. Hallo? Zweitens, Anrufe von unbekannten Nummern. Unbekannte Nummer. Geh nicht dran. Drittens, aggressive Werbung, die man nicht nach 5 Sekunden wegklicken kann. Ah, ein neues YouTube-Video. Oh, Werbung. Du willst wissen, wie man in 6 Minuten 20 Millionen... Ich habe keine Werbung mehr, weil ich habe YouTube-Premium, Leute. ...Dollar verdienen kann? Nein. Doch willst du! Und jetzt klick auf den Link oder ich komme zu dir nach Hause und kill dich! Auf keinen Fall. Klick auf den Link! Alter Schwede, ich habe mich gerade for real erschrocken, weil ich dachte, es klopft bei mir. Das klang so echt. Ich habe mich gerade for real erschrocken. Viertens, Argumente, die mir viel zu spät einfallen. Oh mein Gott. Hallo? Ja, was mir noch eingefallen ist, es lag an deiner Eifersucht. Du hast mich eingeengt. Da ist es doch wohl gerechtfertigt, Schluss zu machen. Bist du es, Saskia? Ja. Aber das ist doch schon 10 Jahre her. Na und? Rettungsdienst, können Sie mich hören? Huch. Oh, ja, ich muss das Bewusstsein verloren haben. Wieso kann ich meine Fußsohle sehen? Normal ist das nicht, oder? Nee, normal ist das nicht. Wissen Sie... Was? Gab's den Unfall wirklich, dass er seine eigene Fußsohle sehen konnte? Was war eure schlimmste Verletzung, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. Was passiert ist? Die süße Kalypso hat mich runtergeschmissen. Und wo ist mein Pferd eigentlich? Und wer hat Sie überhaupt angerufen? Tut mir leid, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind auch erst eben eingetroffen. Angerufen wurden wir von... Servus, Jungs. Ich habe euch gerufen. Wo kommen Sie denn her? Tut mir leid, ich komme aus dem Stall. Das... Ausmisten hat doch ein bisschen länger gedauert als geplant. Sie haben ihn allein gelassen? Ja, ich habe sein Pferd erstmal zurück in den Stall gebracht, es gefüttert, gestriegelt, die Box wieder ausgemistet und dann habe ich euch angerufen. Was? Aber ich habe selbstverständlich nachgeschaut, ob er noch atmet, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe. mal was anderes, wieso hat er keine Stiefel an? Oh, die habe ich ausgezogen. Nicht, dass ich auf die Idee komme, die Stiefel irgendwie aufzuschneiden oder sowas in der Richtung. Oh mein du bist Gott. Der Beste, auf dich ist immer Verlass. Bitte was? Ja, erst das Pferd, dann der Eben, Reiter. Mann. Ich werde definitiv nicht genug bezahlt. Bahnleben ist hart, oder? Wenn wir mal 7 Minuten zu spät sind, sind alle sofort mega sauer. Aber das ist ja wahrscheinlich bei euch auch so. Ja, oder? Keine Ahnung. Wir waren halt noch nie nur 7 Minuten zu spät. Ne? Wir waren halt noch nie nur 7 Minuten zu spät. Und deswegen ist es ein bisschen schwer. Und was kostet bei euch ein Ticket? Wir haben 3 Euro. Ja, okay, da bekommst du bei uns nicht mal einen Sitzplatz. Notfalls sitzen die Leute auf dem Boden. Bei uns würde sich nie jemand trauen, auf dem Boden zu sitzen. Die einzigen Leute, die sich trauen, sind die wegen den die anderen das halt nicht. Wie oft wird bei euch so Ticket kontrolliert? Bei uns ist es jede Fahrt. Bei uns alle 700 Fahrten. Ist auch so ein Portal. Alles ist true, ist true. Ich habe das Gefühl, ich habe das gestern so ähnlich schon mal geguckt. Das ist aber auch, wo irgendwie Essen und Bier verkauft wird. Nee, aber bei uns wird 8-fache an Bier getrunken wie bei euch. Haben die auch Toiletten? Nee, aber bei uns wird 8-fache gepinkelt wie bei euch. Okay, ist doch nicht so viel. Okay, Kunden sind bei uns wahrscheinlich beide irgendwie nervig, ne? Hektisch und treten Fenster ein, zünden Sitze an, bedrohen den Fahrer. Ja, genau. Ja, ich dachte eigentlich eher sowas wie, jemand holt einen Zwiebelsalat raus. Und Zwiebelsalat, typisch. Die Leute, die bei einer 3-Stunden-Fahrt sofort erstmal ihre Salami-Brötchen rausholen müssen. That smell. Das wäre halt Hammer bei uns. Das wird halt wenigstens die anderen Gerüche überdecken. Okay, ich muss echt sagen, euer... Frage 2. Oh, wie lang? Jetzt habe ich den Loop nicht gecheckt. Aber Straßenumfrage. Lautet der erste Artikel des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist... Unantastbar. Gut. Gut. Ja, gut. Schau. Okay, ihr beide seid beste Freunde? Ja. Und ihr kennt euch seit dem Kindergarten? Ja, das ist korrekt. Ja. Kennt ihr den Geburtstag des anderen? Nö, aber ich hab heute Geburtstag. Ehrlich, Bro? Happy Birthday, Bro. Danke, Bro. Bitte, Bro. Dieses Bro ist eigentlich so ein komisches Wort. Ehrlich, Bro? Happy Birthday, Bro. Danke, Bro. Bro. Hä, hey, und ich dachte, ihr seid beste Freunde. Habt ihr wenigstens ein Bild zusammen? Wir haben keins. Kein Foto zusammen? Nö, nö, nö. Jetzt sag mal ehrlich, seid ihr wirklich beste Freunde? Juni, ja. Seit 17 Jahren. Digga. Ja, Digga? Wie heißt er eigentlich nochmal? Setzt euch hin, holt euch einen Snack. XXL 600 Amazon Haul. Ich hab so viel gekauft. 600 Euro natürlich. Wir müssen das alles nicht 600 Bieren auspacken. Wow. Ich hab fast einen Nagel verloren. Oh nein. Ich hab ihn gekauft. Wow. Okay, das ist ein cooler Wasserkocher. Ein pinkes Tuch. Oha. Alles matcht. Und pinkes Besteck. Okay. Ich muss euch alles zeigen. Dann einmal solche Gläser Für meinen Kakao. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu meiner... Baby's Beauty Palace. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Morning-Routine von mir. Vielleicht mache ich auch mal eine Morning-Routine, Leute. Das wollt ihr doch.
Mann, Leute, ich muss ehrlich sagen, meine Haare heute sehen richtig kacke aus. Noch nicht mal die Mütze kannst saven. Egal. Genau. Ich liebe das. Das sind die Tassen, die ich bestellt habe. Eine Blumentasse, eine Wolkentasse, ja. Eine Erdbeervase. Ich mache da so Blumen rein. Ja. Ich fühle das. Das sind so süße Organisationen. Nee, die fühle ich nicht. Die feiere ich nicht, nee. Organisationsboxen. Wie schön ist diese Lampe? Ja, die Muschel, ja, geht so. Aber hätte ich eher im Bad eingesetzt, anstatt in der Küche. Das sind meine ganzen Eiswürfelformen. Wir haben runde Mini-Eiswürfel, Schmetterlinge und Herzchen und Sterne. So viel Müll, wenn man umzieht, das ist das Schlimmste. Man hat so viel Pappmüll. Seit kurzem mein Müll. Ah, warte, das habe ich noch gekauft. Dieses wunderschöne Lego. Nein. Willkommen zurück. Sie hat eine Lego-Gießkanne gekauft. Flachzangen, bevor wir mit dem Unterricht beginnen, erzählt doch mal, was ihr in den Ferien so gemacht habt. Mhm. Nils, fang du doch gerne mal an. Also ich war 3 Wochen auf den Malediven. Wir haben dort Dieter Bohlen besucht. Meine Eltern sind mit ihm befreundet. Also ich war 2 Wochen in Dubai. Bisschen Lambo fahren und Chayas klären. Well, also ich war die ganze Ferien mit meiner Familie in L.A. Also, well. Oh Gott, oh Gott. Los Angeles, für die, die das nicht kennen. Und wir waren dort von Michael Jordan zu einem Baseballspiel eingeladen. Wow, hört sich bis jetzt ja alles richtig gut an. Levin, was ist denn mit dir? Also, ich war eigentlich nur die ganze Zeit zu Hause, in meinem Bett. Cringe. 6 Wochen lang nur zu Hause? Bist du nicht mal irgendwo hingegangen? Ah, doch, jetzt muss ich sagen. Also, ich bin hin und wieder mal vom Bett in die Küche zum Kühlschrank gegangen. Ja, das war mein Classic Sommerferien Experience. Keine Ahnung, 2014 oder so. Da bin ich nicht aus dem Bett gegangen. Doch, ich bin aus dem Bett gegangen, hab mir Müsli geholt. Diese Honey Crunchy-Dinger da. Also diese Puffreis, glaube ich, heißt das. Mit Milch. Und dann habe ich immer, weil ich bin immer um 12 erst aufgestanden, habe ich Punkt 12 geguckt auf RTL. Das war mein Leben. Im Sportunterricht. So, wo sind Ihre Sportschuhe? Ein übermotivierter Sportlehrer. Wieder vergessen? Ich habe mir gestern mein Kreuzband gerissen. Dass das kein Grund ist, wissen Sie selber, oder? Ich darf aber keinen Sport mitmachen. Die brauchen gar nicht mit mir diskutieren. Jenny schleicht vorbei. Wo sind deine Sportsachen? Ich kann keinen Sport machen. Ich habe meine... Oh, zum dritten Mal in diesem Monat? Ja, das dritte Mal. Ganz komisch. Kein Problem, setz dich auf die Bank. Ohne Witz, ich kann, also manche Leute, die mögen halt einfach keinen Sport und ist ja okay. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, warum man keinen Sport mag. Sport ist das beste Fach. Man muss nicht rumsitzen. Man kann Fußball zocken, man kann Brennball zocken, man kann irgendeine andere coole Ballsportart zocken, wenn man nicht so eine 80 Jahre alte Lehrerin hat, die jetzt unbedingt mit euch tanzen möchte. Aber das ist so cool. Man kann sich endlich mal bewegen. Man hat dieses Umziehen. Das ist mal endlich was anderes. Ich liebte den Sportunterricht und ich könnte mir einfach nicht vorstellen, auf der Bank zu sitzen. Wenn ich meine Sporttasche vergessen habe, bin ich wirklich in der Pause schnell nach Hause gesprintet und habe meine Sportsachen geholt, damit ich Sport nicht verpasse. Ohne Witz, das ist mir öfter passiert. Ich bin dann einfach illegal, da habe ich mich sehr illegal gefühlt, weil man durfte eigentlich das Schulgelände nicht verlassen. Aber ich bin immer nach Hause gesprintet, um mein Sportzeug zu holen. Weil, nee, ich kann das nicht. Ich kann nicht Sport mitmachen. Wie lange dauert es, bis in Köln ein 20-Euro-Schein geklaut wird? Dafür habe ich auch diesen Zettel hier vorbereitet, wo bitte... 10 Minuten. ...bitte nicht klauen draufsteht. Und das Ding werde ich jetzt hier irgendwo am Kölner Dom befestigen. Hier neben der Treppe ist es doch perfekt. Super Aussehen. Okay. Zum Start sind echt viele Leute an unserem Schein vorbeigelaufen. Aber noch scheint ihn niemand zu beachten. Bis dieser blaujackige Mann stehen bleibt und erstmal ein Bild davon macht. Bin gespannt, in welcher WhatsApp-Gruppe das landet. Weiterhin sind die Leute eher mit Treppensteigen beschäftigt, als mit Abkassieren. Aber dieses Mädchen hat sich dazu entschlossen, ein Fotoshooting direkt vor dem Objekt der Begierde zu machen. Wenn die Kleine nur wüsste. Diese Dreiergruppe gibt mir kriminelle Vibes. Sie machen sich ein Bild von der Situation und laufen dann einfach von dannen. Hier wirklich wird nochmal ein Foto getaggt und diese älteren Herrschaften sind auch fasziniert, bleiben aber standhaft. Bis der Mann super verdächtig erstmal unauffällig am Schein vorbeiläuft, um dann zurückzukommen, um den Zwambo tatsächlich einzukassieren. 29 Minuten und 42 Sekunden. Meint ihr eure Stadt? Oh Mann, ich hätte 30 Minuten sagen müssen. Kann's besser? Dann schreib in die Kommentare, wo ich das als nächstes machen soll. Also, meine Heimatstadt, ich schwöre dir, das bleibt da einen Tag lang. Also du kannst da einen Tag lang stehen. Das bleibt da sehr lange, glaube ich. So, klasse Anwesenheit. Ich habe Migräne, also bitte ruhig heute. Alter, meinst du, wir schreiben eine Probe? Nee. Was sagst du? Probe? Was? Sie fragt, ob wir eine Probe schreiben. Das heißt, fragt. Ruhe!
Ja, ich glaube, wir schreiben eine. Wer hat dich gefragt? Ruhe! Die erzählt für ihre Tage. So, mir reicht's jetzt. Weil du so viel Ahnung vom weiblichen Körper hast. Ein Gentleman schweigt. Du meinst, eine Jungfrau schweigt. Ist wahrscheinlich OB wechseln. So, das gibt's nicht, dass eure Klassenleitung mich fragt, ob ich ihr helfen kann, die Klasse unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, fragt. Klugscheißer. Chili und Max, ihr könnt gleich mitkommen. Oha. Max, wie auch immer. Was? Mitkommen. Und das nächste Mal geht das auch ohne Direktorat, ja? Dieses Video endet. Ich glaube, das hatte ich noch nie, dass irgendwie ein Lehrer den Direktor rufen musste, weil gar nichts mehr ging. Sobald ich eine Challenge nicht schaffe, ein Backflip mit zusammengebundenen Beinen... Wir werden weggestrikt. Schnell weg hier. Welcher YouTuber ist besser? Wow. YouTuber. Ich natürlich. Short von Flauschi. Daisy wird das heute entscheiden. Dafür liegen wieder Leckerli. Warum ist alles so wahnsinnig grün? Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Auf die Bilder was? Es gibt nicht so eine Funktion, jetzt kleiner Nerd-Talk von Elinski. Es gibt so eine kleine Funktion bei einem iPhone, das, glaube ich, irgendwas da aktiviert ist. Und wenn man das dann schneiden möchte am Windows-PC, sieht das ganz, ganz komisch aus. Und das muss man erstmal ausmachen. Ja, deswegen kamen sehr selten Vlogs auf dem Handy von mir, weil ich das einfach so nervig fand. Okay. Warte, Daisy, noch nicht. So, die Leckerlis liegen bereit. Ich bin wahnsinnig cool, Daisy. Halt und Daisy wird losgelassen. Let's Los, go. Daisy. Entscheid, welcher besser ist, Candy. Ist es Elina oder ist es Banks? Du musst das jetzt entscheiden. Geh los. Komm schon. Guck mal, da sind Leckerlis drauf. Komm Hallo? Sie macht ja gar nichts. So, jetzt aber. Sie guckt sich die Bilder ganz genau an. Hast du keine Lust? Keine von beiden Daisy, bleibt. Daisy, wir Elina sind so cool. Oder Banks? Ja? Oh, ja? Warum ja. Kannst du mich so an? Du, musst ja. du kannst nicht für dich entscheiden. Ja, Daisy. Du überlegst ganz schön lange, Daisy. Oh, und sie hat Elina genommen. Ja, ich hab gewonnen. Lass ein Like und ein Abo dafür mehr Shorts mit Daisy. Yeah. Ich habe ihn komplett zerstört. Nachdem mir Moritz meine Lippen aufgespritzt hat, musste ich mich an ihm rächen. Und habe ihm deshalb den schlimmsten Tag seines Lebens gemacht. Los ging es mit dem perfekten Wecker, einem kalten Wassereimer. Good morning, bro. Danach gab es erstmal eine schöne Maske Vulkanerde, die eigentlich gar keine Vulkanerde war, sondern Dreck vor seinem Haus. Oh. Wie eklig. Boah. Oder es stinkt nach Hundescheiße. Und dann ging es auch schon los zum Umstyling. Als erstes gab es für ihn Wimpern und Make-up und danach noch knallrote Gelnägel. Doch dann kam das Heftigste. Seine Haare. No! Als erstes haben wir seine Seiten komplett abrasiert, wo ich dann noch auf die dumme Idee kam, hinten ein L reinzumachen. Und dann kam der Topf und ich habe rundherum alle Haare abgeschnitten. Wenn ihr sehen wollt, wie der fertige Look aussieht und wie Moritz drauf reagiert hat, dann checkt jetzt das ganze Video ab. Alter. Willkommen zu meinem Format, Dinge, die ich hasse. Unbedingt das Video abchecken, Leute. Das ist, die sind so geile Creator, muss ich sagen. Die machen geile Videos. Dinge, die ich hasse. Heute Dinge, die ich hasse mit B. Erstens, Bettlaken falten. Also eigentlich Spannbettlaken, aber ich hatte keinen Bock, bis S zu warten. Okay. Oder Bett beziehen ist auch sehr scheiße. Das ist so schwer ist das nicht. Einfach hoch, links, rechts. Was heißt, was will man da denn falten? Ich knüll das einfach immer nur in so eine Box rein. Mehr mache ich da nicht. Runter, runter, rollen, rollen, rollen und fertig. Warum ist das nicht ordentlich? Zweitens, basteln. Ich habe ein Jahr lang an der Grundschule gearbeitet und die Kinder da konnten das besser als... Ich kann auch nicht basteln. Ich bin sehr, sehr schlecht im Basteln. Ich habe mich geschnitten. Oh, das blutet. Oh, ich werde ohnmächtig. Ich glaube, Saskia ist tot. Saskia, guck mal, das habe ich gebastelt. Oha, auf einmal Michelangelo oder was? Wer ist das? Keine Ahnung. Aber lass mal tauschen, bitte. Nimm das hier. Nein. Die denken sonst alle, ich wäre motorisch inkompetent. Aber bist du doch auch. Drittens. Baustellen. Beziehungsweise die eine, an der ich mal vorbeigelaufen bin, mir dann ein Metallsplitter ins Auge geflogen ist, wodurch ich dann einen traumatischen Besuch beim Augenarzt hatte. So, Frau Fröhlich, Sie haben einen kleinen Metallsplitter auf der Pupille sitzen. Das muss ich jetzt mit einem Wattestäbchen raus und bitte stillhalten. Okay. Also, wenn Sie nicht stillhalten, muss ich den Splitter ausfräsen. Boah. Viertens. Während das Brot. Mist. Ich kann mich nicht kratzen. Warum ist diese Torte aus... Saskia, alles in Ordnung bei dir? Heute zeige ich euch endlich, wie meine... Wir bauen eine Bar in meinem Streamingzimmer. Noch eine Person, die ein viel geileres, ich bin ja kein Streamer hochoffiziell, aber der ein viel geileres Zimmer hat als ich. Bar zu Ende gebaut wurde. Das war der Zwischenstand aus Teil 1. Der aufwendigste Part kam tatsächlich jetzt. Ich wollte so eine Steinchenoptik haben vorne an der Bar. Und ja, das hat ganz schön lange gedauert, die ganzen Steinchen da dran zu kleben und sauber zu machen. Da waren die Steinchen noch ein bisschen staubig. Wir haben es am Ende nochmal sauber gemacht. Aber da sieht man schon ungefähr, wie es dann aussieht am Ende. Dieser Wandschrank, der auch an der Decke hängt, der hat eine graue Farbe bekommen. Finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Ja. Lichter wurden auch noch eingebaut. Und so war dann das Zwischenergebnis. Es fehlt tatsächlich nur noch der Fernseher. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Idee mit dem Fernseher findet.
Ich habe leider vergessen, am Ende nochmal ein Video zu machen. Darum gibt es jetzt einen Ausschnitt aus meiner Roomtour auf YouTube. Geil. Viel Spaß. Eine eigene Bar hingebaut. Ja, ich finde, es ist sehr, sehr cool geworden mit den Lichtern noch, die man einstellen kann. Auf YouTube habe ich euch auch die ganze Wohnung gefilmt. Checkt das gerne ab. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Saugeil. Hallo, guten Abend. Es gibt neulich in der Nachtschicht. Vater, der hat wieder eine Lungenentzündung. Kommen Sie mit rein. Mal wieder? Wann ist das letzte Mal gewesen? Nicht allzu lange her. Vor 3 Wochen war er genau deswegen im Krankenhaus. Okay, haben Sie zufällig einen Arztbrief für mich? Ja, die habe ich hier bereitgelegt. Ich finde es eigentlich auch total komisch, dass er immer daran erkrankt. Das ist sonst total gesund. Genau, hier haben Sie die Arztbriefe. Heiliger Maria, kein gesund, sagen Sie. Und entschuldigen Sie die Nachfrage, aber wieso sind Sie damit nicht zum Hausarzt gewesen? Ja, weil das so plötzlich angefangen hat. Vor 4 Stunden war noch alles gut. Plötzlich angefangen vor 4 Stunden? Entschuldigen Sie die Nachfrage. Welche Lungenentzündung fängt denn plötzlich an? Wer hat denn das denn diagnostiziert? Ich habe das diagnostiziert. Wir haben einfach die Syndrome gegoogelt und das hat gepasst. Ach, da brauche ich kein Stethoskop für. Jürgen, das ist ein Lungenödem. 15 Liter Sauerstoff und rufen zum Notarzt nach. Schon dabei. Leitstelle von 382, sofort Notarzt an Einsatzstelle. Es ist ein Lungenödem, kommen. 382 von Leitstelle, derzeit kein Notarzt verfügbar, kommen. Was machen wir jetzt? Das, was wir immer machen, Jürgen. Wir zeigen der Rettungshubschrauber, wie lahm er tatsächlich ist. Oha. Ich muss eine Dorfparty planen. Ja, Leute, googelt lieber nicht eure Symptome, geht einfach zum Arzt. Ich bin aber jetzt auch sehr, sehr ungern zum Arzt gegangen, weil man halt immer sehr oft sehr lange warten muss. Man denkt, ja, ist ja nicht so schlimm, aber nachher verschlimmert man das irgendwie noch mehr. Also, ja, googeln, das kann so vieles sein. Lieber ein richtiger Arzt, der weiß, wie man solche Sachen wirklich checkt. So. Ach so, perfekt, da habe ich ein bisschen Erfahrung tatsächlich. Ach echt, top. Brauche ich da eigentlich so eine schicke Location, was weiß ich, so einen schönen Saal oder so? Eine Wiese reicht völlig. Echt, einfach eine Wiese? Ja, genau. Da baust du halt einfach so ein Zelt auf und dann über die Wiese verteilt stellst du also random Bierbänke hin, ohne System. Okay. Du musst ja plant eine Dorfparty. Also ich bin jetzt auch nicht so der super Dorfmensch und auch gar nicht der Partymensch, aber mal gucken. Denken, alle werden halt besoffen und auch so ein bisschen tollpatschig sein. Und deshalb machen wir dann halt immer einfach so ein riesiges Feuer mitten in die Wiese. Hä, was? Als DJ nehmen wir entweder einen 14-Jährigen namens DJ Hornstyle Max oder einen 73-Jährigen namens DJ Alpengans. Hinter der Bar dürfen nur die besoffensten Leute aus dem Fußballverein arbeiten, die selber so viel saufen, dass halt die Kasse auf gar keinen Fall stimmt. Warum? Kotze auf gar keinen Fall wegputzen. Immer liegen lassen, so als Art Deko. Und auf jeden Fall ein Stromaggregat verwenden, das viel zu schwach ist. Wir brauchen am Abend 6 bis 7 Stromausfälle, dass die Leute uns halt auch währenddessen Alkohol klauen können. Ah, und ganz wichtig ist natürlich, dass irgendwann das Bier ausgeht. Das lieben die Leute einfach. Oh, shit. Lehrer beim Flur, be like. Nee, nicht rennen, Sebastian! Ich war im Requisitenlager für meine Arbeit. Wieso sehen Lehrer immer so aus? Was? Das ist ein nicer Fit. Perücke, 15 Euro. Kette, 3 Euro Flohmarkt. Kleid, 1 Euro Tischdecke. Nein, diese Haare? Im Schulflur wird nicht gerannt. Das hört sich dann auch immer so lustig an, wenn die laufen. Du Sebastian! Ja, bei Lehrern shaked alles immer total krass. Entweder haben Lehrer ihre fette Tasche dabei oder ihre 3000 Schlüssel oder die fette Tasche und die 3000 Schlüssel und dann klimpern Lehrer immer so durch die Gänge. Und dann kommen Lehrer meistens auch sehr oft zu spät. Sehr oft zu spät. Ich sehe 1 zu 1 aus wie meine alte Ethiklehrerin. Die stehen dann so vor dem Spiegel und sind so, welches Fach würde ich unterrichten? Das ist mein Outfit of the Day. Du Felix, was machst denn du außerhalb des Schulgeländes? Bist du schon in der 10. Wenn ihr mehr Schulgeschichten sehen wollt, dann klickt doch einfach auf das Profil. Ich weiß jetzt selber auch nicht, wo man das am besten hier einstellen kann. Ihr werdet das schon finden. Ihr seid ja hipper als ich, ne? Okay, sie kann echt krass gut eine Lehrerin imitieren. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Tschüssi.